So, was machen wir, Chris? Gehen wir nach rechts oder nach links? Zum Helfen brauchen wir definitiv ein Schwert. Jo, dank dir. Blut und Morde. Wir haben schon alles Mögliche getötet. Den König, den Ladenbesitzer. Ups. Eine Wache. Chris entfernte das legendäre Schwert aus dem Stein, um es in eine freundliche Wache zu stecken. Er wurde verhaftet und öffentlich hingerichtet, unter dem Vorwurf, ein Arschloch zu sein. Okay, das hatten wir doch noch nicht. Chris war ein Psycho und hat das bekommen, was er verdient hatte. Am Tag nach seiner Hinrichtung beschloss sein Bruder, dort weiterzumachen, wo er aufgehört hatte, und die Prophezeiung zu erfüllen.